Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind die Initiative für Demokratie und Aufklärung und wir sind heute Abend beim Bürgerdialog der AfD in Heidelberg. Und wir haben das große Glück, heute einen Bundestagsabgeordneten zu Gast zu haben. Thomas Seitz, Sie sind Jurist, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages und Sie sind rechtspolitischer Sprecher der AfD. Ja. Freut mich, Sie hier zu treffen, Sie mit Ihnen zu sprechen, denn wir haben tatsächlich nicht das Glück, dass viele Bundestagsabgeordnete mit uns sprechen, wenn wir Themen ansprechen, wie zum Beispiel das Corona-Unrecht. Sie sind ja Fachmann, Sie sind Jurist. Wie empfinden Sie das? Haben wir in den letzten Jahren ein Problem mit Corona-Unrecht in Deutschland? Also allgemein, aus meiner Sicht, hatten wir keine Krise durch ein Virus, sondern wir hatten eine Krise durch die staatlichen Maßnahmen, die jedes Maß verloren haben, die ein einziges Grundrecht, nämlich die Gesundheit und vielleicht auch noch Schutz des Lebens, über alles andere gestellt haben, was unserer Rechtsordnung komplett fremd ist. Wenn Grundrechte miteinander kollidieren, muss man versuchen, einen Ausgleich zu finden, kann aber nicht einseitig ein einzelnes Recht auf Kosten aller anderen verwirklichen. Das ist ja eigentlich allgemeine Konsens gewesen, noch vor 3-4 Jahren auch unter Juristen. Aber es hat sich leider komplett verändert. Standardlehre seit Jahrzehnten. Ja. Genau, also es haben sich viele Standardlehrsätze, ich bin selber aus der Medizin, ich bin aus der Immunologie, also auch bei uns haben sich viele Standardlehrsätze verändert. Und wenn ich mir anschaue, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, gerade was Grundrechtseinschränkungen betrifft, dann war ich schon auch schockiert. Also ich habe zum Beispiel selber mitbekommen, als Mitarbeiter der Universitätsklinik, dass die Impfnachweispflicht radikal die Grundrechte der Mitarbeiter massiv eingeschränkt hat. Wie sehen Sie das? Was kann man im Nachhinein auch über dieses Grundrecht, diese Grundrechtseinschränkungen der bereichsbezogenen Impfpflicht sagen, jetzt 2 Jahre, nachdem sie beschlossen worden ist? Also streng genommen war es keine Impfpflicht, sondern nur eine Impfnachweispflicht, die dann bei Nichterfüllung die Konsequenz hatte, dass man mit einem Betretens- und Tätigkeitsverbot belegt werden konnte. Daneben konnte das auch als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld belegt werden. Aber natürlich faktisch gesehen war es auch so, wie es gesellschaftlich verkauft wurde. Und mit dem Druck, der gesellschaftlich daraufhin ausgeübt wurde, war es faktisch schon eine Impfpflicht, die natürlich über alles hinausging. Weil die Begründung war ja, man will das Gesundheitssystem leistungsfähig erhalten. Man muss die Mitarbeiter schützen vor eigener Erkrankung an Corona, deswegen der Zwang zur Impfung. Umgekehrt hat man dann aber einen hohen Prozentsatz zwischen 5 und 10% der Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem herausgemobbt. Und da kenne ich sehr viele Fälle, die ganz klar sagen, die gehen nie wieder dahin zurück. Die wären natürlich gefragte Spezialisten, aber das war so eine große Kränkung und auch Verletzung, die werden nicht mehr ins System zurückkommen. Also wir haben massive Personalprobleme im Pflegeberuf, ja auch vorher schon gehabt. Die wurden jetzt in der Corona-Zeit durch die Impfnachweispflicht verschärft. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, jetzt im Nachhinein, im Rückblick, die geimpften Mitarbeiter haben sich ja auch infiziert. Die haben sich ja auch angesteckt und die haben wahrscheinlich auch andere Leute angesteckt. Wir wissen heute, dass eine der Begründungen für die Impfnachweispflicht, der sogenannte Fremdschutz, also die Reduktion der Infektiosität, dass das nicht gegeben war. Dass das zumindest bei den Varianten, die dann virulent waren, Delta, später Omikron, also nicht gegeben war. Und wir wissen auch heute, gerade jetzt vor einigen Wochen, ganz populär der Brief der EMA, wir wissen, dass es auch niemals eine Zulassung gegeben hat für diesen Effekt des Impfstoffes. Mit dem Wissen, was wir jetzt heute haben, wie ist dann eigentlich so ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel zu bewerten, was ja explizit darauf abgehoben hat, dass es diesen Fremdschutz gibt und dass wir hier einen Ausgleich von verschiedenen Rechten oder verschiedenen Prioritäten haben? Also im Grunde genommen hat das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Freiheit und Hüter der Grundrechte aus meiner Sicht komplett versagt, wie auch die Justiz jedenfalls in der Gesamtheit versagt hat. Es gab immer wieder durchaus einzelne Entscheidungen, die sage ich mal, sich an die Dogmatik gehalten haben, die auch dann wirklich vertretbare Abwägungsentscheidungen getroffen haben. Aber insgesamt wurde einfach das, was von der Seite der Legislative und Exekutive als Begründung vorgegeben wurde, völlig kritiklos hingenommen, nicht hinterfragt. Und da hat sich dann eben bemerkbar gemacht, dass jetzt, sage ich mal, im Mainstream nur eine bestimmte Fachmeinung dann toleriert wurde. Alles andere wurde niedergebügelt. Und das hat dann vor Gericht seine Fortsetzung gefunden, dass man eben dann nicht andere Positionen auch zugelassen hat und damit natürlich dann vermutlich zu ganz anderen Abwägungsergebnissen auch gekommen wäre.
Hat denn das Bundesverfassungsgericht eigentlich seine Arbeit wirklich korrekt gemacht? Ich meine, die Einschätzung der Impfwirkung, da hat man sich ja verlassen auf sogenannte Fachgesellschaften. Fachgesellschaften, aber auch auf zum Beispiel Institutionen des Bundes. War das ausreichend, um so eine Entscheidung zu treffen, dass hier die Abwägung korrekt ist, dass man hier einen Infektionsschutz hat? Also das Bundesverfassungsgericht lädt dann zur mündlichen Verhandlung immer auch eine ganze Reihe von Sachverständigen. Und da kommt es natürlich dann bei der Auswahl der Sachverständigen darauf an, dass man sozusagen auch verschiedene wissenschaftliche Meinungskorridore dann auch abbildet. Und wenn man es versäumt, alles abzubilden, dann habe ich natürlich auch als Entscheidungsgrundlage nur ein schmales Spektrum. Und das hört sich überzeugend an. Es gibt keinen Widerspruch. Und dann kommt daraus eine in sich konsistente Entscheidung, die aber letztendlich nur zustande kommt, weil man vorher sehr, sehr dicke Scheuklappen angelegt hat. Ich bin kein Jurist. Ich habe ein sehr einfaches Rechtsverständnis, wahrscheinlich viel zu simpel. Aber für mich ist es so, wenn ich jetzt höre, dass eine Begründung, die damals vor 2 Jahren, also oder 2022 galt, dass wir diesen Fremdschutz haben, und das ist mittlerweile erwiesen, dass diese Begründung falsch war, dann würde ich mit meinem einfachen Rechtsverständnis davon ausgehen, dass so eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich rückgängig gemacht werden müsste. Oder liege ich da völlig falsch? Nein, also Entscheidungen, die regeln einen bestimmten Sachverhalt abschließend. Und dann muss es sozusagen bei gegebenem Anlass eine erneute Anrufung des Gerichts geben, um eventuell dann die eigene Rechtsprechung korrigieren zu können. Wo das zum Beispiel einfließen müsste, auf jeden Fall, das wären in Bußgeldverfahren, die jetzt noch offen sind, die vor Gericht verhandelt werden. Und da kann man natürlich nicht ausblenden, dass wir haben ja 2 Seiten. Einmal die Heilsversprechen, die für die Impfung gegeben wurden. Das erste war, man schützt sich vor Tod, man schützt sich vor schwerer Ansteckung, man schützt andere. Und übrig geblieben ist eigentlich nur, und selbst da weiß ich nicht, ob das auf Dauer haltbar sein wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren oder tödlichen Verlaufs geringer wäre. Auch da habe ich, glaube ich, also ich bin jetzt nicht der medizinische Fachmann, aber ich glaube, da nicht mal da gibt es eine Quantifizierung, inwieweit diese statistische Besserstellung dann aussehen soll. Aber alles andere ist ja mittlerweile vom Tisch und abgeräumt als schlicht und ergreifend Fake News, um das jetzt mal so zu spiegeln, weil alle kritischen Meinungen wurden ja vom Mainstream immer auch als Fake News betitelt. Da muss man sagen, das meiste, was der Mainstream versprochen hat, waren Fake News. Und wo es auf jeden Fall eine neue Entscheidung aus meiner Sicht geben müsste, wäre im Rahmen der Impfduldungspflicht bei der Bundeswehr. Da hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2022 zwar die Gehorsamspflicht bejaht und bestätigt, dass alle Soldaten sich auch der Corona-Impfung unterziehen müssen, einschließlich der Auffrischungsimpfungen, weil das eben im Basisimpfschema der Bundeswehr enthalten ist. Aber hat auch statuiert, dass es hier eine Evaluierungspflicht gibt für den Dienstherrn aus Fürsorgegründen, weil das ja eine dauernde Belastung ist. Sprich, wenn eine neue Auffrischungsimpfung empfohlen wird, muss sich jeder Soldat neu impfen lassen, und alle neu bei der Bundeswehr hinzugekommenen Soldaten, für die gilt natürlich das alte Impfschema, wenn sie die Impfung nicht mitbringen. Und im Rahmen einer Neubewertung müsste man natürlich jetzt in Erwägung ziehen, dass von den positiven Wirkungen kaum etwas übrig geblieben ist, und umgekehrt wir jeden Tag mehr erfahren vom Ausmaß der schädlichen Wirkungen der Impfung. Genau, also wir sehen ja jetzt gerade in den letzten Wochen unerwartete Nebenwirkungen. Wir sehen Unreinheit, wir sehen Kontaminationen, auch wenn wurde ja im Bundestag von Ihrem Kollegen Herrn Sichert auch gerade angesprochen. Wir sehen DNA-Kontaminationen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass zum Beispiel der oberste Dienstherr, Herr Pistorius, weiterhin auf der Duldungspflicht besteht, mit der Annahme, die eigentlich mittlerweile das längst veraltet ist. Das war aus meiner Sicht, als er da im Bundestag von sich gegeben hat, aus meiner Sicht komplett faktenfrei. Also da hat der Mann, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, null Ahnung. Haben wir als Bürger denn jetzt Chancen, vor Gericht tatsächlich was zu erreichen? Also das Bundesverfassungsgericht hat meines Wissens, nachdem sie die Entscheidung getroffen haben, dass die Impfnachweispflicht in Ordnung ist, bei der Duldungspflicht ähnlich, entschieden, dass man keine weiteren Beschwerden annimmt. Wie sieht das aus? Können die sich einmauern? Können die sich verstecken vor den neuen Erkenntnissen?
Oder welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich, diese Erkenntnisse auch vor Gericht vorzutragen? Ja. Also die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ja ausgelaufen, was im Grunde genommen auch ein Widerspruch in sich war. Weil am Ende war dann absehbar, wenn man jetzt noch ein bisschen das rauszögert, vielleicht noch ein Bußgeld in Kauf nimmt, dann kann man das Ganze unterlaufen. Also im Grunde genommen schon allein durch die Begrenzung auf ein knappes Jahr war schon die Frage der Geeignetheit dieser Maßnahme für den verfolgten Zweck aus meiner Sicht in Frage gestellt, weil eigentlich klar war, dass man das in einem Jahreszeitraum kaum umsetzen kann. Das ist aber jetzt vom Tisch. Wir haben nur noch die Duldungspflicht bei den Soldaten. Und da muss der Dienstherr evaluieren. Und da kann man natürlich, wenn da jetzt nicht zeitnah etwas auf den Tisch kommt, dann auch nachhaken. Ich bin selber gerade an einem Antrag, den ich in Arbeit habe, der dann beantragen wird, eine vorläufige Aussetzung. Der Impfduldungspflicht, und zwar so lange, bis der Evaluierungsbericht auch vorliegt. Aus meiner Sicht, aus medizinisch-biologischen Sicht, waren die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, über die fehlende Wirksamkeit, den fehlenden Fremdschutz, absehbar. Also auch viele Experten haben das auch damals schon gesagt, auch schon vor der Entscheidung am 10. Dezember 2021, dass wir eine bereichsbezogene Impfpflicht brauchen. Da war eigentlich schon klar, dass es diesen Fremdschutz nicht gibt. Da stellt sich natürlich jetzt im Nachhinein auch die Frage der Verantwortlichkeiten. Ja, wer war verantwortlich? Wer hat die Expertise eingeholt? Wer hat die Entscheidungen getroffen? Wer hat diese Entscheidungen auch nicht revidiert, die ja heute noch gelten? Wie sehen Sie das? Welche Verantwortlichkeiten können wir tatsächlich sehen und welche Möglichkeiten haben wir, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen? Also auf jeden Fall in der Verantwortung ist aus meiner Sicht zunächst jeder Arzt, der geimpft hat, wenn einer seiner Patienten konkret nachweisen kann, dass er einen Impfschaden erlitten hat, weil kein Arzt kann wirklich richtig und umfassend aufgeklärt haben, weil dann hätte er vermutlich dem Patienten in den allermeisten Fällen von einer Impfung abgeraten. Also wir haben ja die Situation, dass wir gerade bei jüngeren, gesunden Menschen im Grunde genommen keinerlei positive Wirkung haben. Das heißt, es ist im Grunde genommen aus meiner Sicht schon ein evidenter Behandlungsfehler, einem jüngeren Menschen überhaupt nur zuzuraten. Da müsste eigentlich jeder Arzt dringend davon abraten, weil er sagt, es hat unbekannte mögliche Nebenwirkungen, aber so gut wie keinen positiven Effekt. Also es kann eigentlich nur unterm Strich eine negative Konsequenz mit sich bringen. Die Letztentscheidung liegt beim Patienten, aber aus meiner Sicht, wenn der Nachweis der Kausalität zu führen ist, vielleicht gibt es da irgendwann dann auch mal Beweiserleichterungen durch die Rechtsprechung, dann ist jeder Impfarzt erstmal in der Haftung. Bei den Herstellern ist das Problem, dass sie ja von den vertraglich freigestellt wurden, was ich auch aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar halte. Normalerweise brauche ich 10 Jahre, um so einen Impfstoff zu entwickeln. Wenn ich den über Jahresfrist auf den Markt bringen soll, dann ist klar, das ist ein Experiment. Und zwar mit Millionen von Menschen oder mit Milliarden von Menschen weltweit. Das hätte man den Menschen aber nur dann auch offen sagen müssen, dass sie hier die Versuchskaninchen sind für die Tests, die sonst über Jahre hinweg im Labor stattfinden. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, die Befreiung der Hersteller von der Haftung. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was die Hersteller uns ja versprochen haben, was die Hersteller eigentlich geboten haben, und man sieht sich an, die Wirksamkeit ist eigentlich nicht mehr messbar, sie ist nicht da, aber auch, ich glaube, solche es Dinge. Es wurde gar nicht so viel versprochen, vertraglich, wie da teilweise dann kolportiert wurde. Im Vertrag steht tatsächlich, es ist nichts bekannt, das ist vollkommen richtig. Aber wir sehen jetzt tatsächlich auch, wir sehen Kontaminationen, ja, wir sehen, dass wir haben jetzt neueste Erkenntnisse. Wir haben diese Chargen, die besonders fehlerträchtig sind. Ja, das sind also Erkenntnisse. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass die Studien vorzeitig abgebrochen wurden. Also wir haben ja die bedingte Zulassung gehabt, die war ja an Bedingungen beknüpft, ja, die nicht erfüllt worden sind. Die Auflösung der Kontrollgruppen jetzt bei BioNTech Pfizer zum Beispiel, das sind ja alles Dinge, wo man sagen könnte, auch der Hersteller hat sich eigentlich nicht an diese schon relativ offene Regularien, selbst die hat er nicht eingehalten, hat sie eigentlich eingerissen. Wäre das ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, der Hersteller hat sich doch irgendwo auch strafbar gemacht? Also da, wo man nachweisen kann, dass konkrete Erkenntnisse zurückgehalten wurden, dann auch vor allen Dingen vor Vertragsschluss, Dinge, die schon vorher bekannt waren, da könnte man natürlich dort ansetzen, um die Haftungsfreistellung anzugreifen. Das ist dann natürlich ein Beweisproblem im Wesentlichen. Ja. Also
nicht ohne Grund wurden alle Verträge erstmal unter dicken Geheimnisvorbehalt gestellt. Vieles wurde geleakt, aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr in den Konzernzentralen an Dokumenten, die man da vermutlich bräuchte, um da wirklich effektiv vorgehen zu können. Sie waren gestern mit vielen Kollegen in Karlsruhe. Mhm. Sie haben... Sie möchten Verantwortliche auch vor Gericht sehen. Sie haben, ich glaube, 599 oder 600 Verantwortliche, gegen die haben Sie eine Strafanzeige gestellt. Was sind das für Verantwortliche? Wer sind die Hauptverantwortlichen für diese ganzen? Das sind erstmal alle Bundestagsabgeordneten, die für die bereichsbezogene Impfpflicht gestimmt haben. Das sind, glaube ich, dann die Richter des ersten Senats, die darüber dann entschieden haben. Und wer wurde noch genannt? Eine kleine Gruppe, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Wie schätzen Sie die Chancen ein? Haben wir ein Justizsystem, was es uns möglich macht, sowas zu verfolgen? Also die Argumentation ist natürlich sehr, sehr ausgefeilt, sehr spannend. Und was auf jeden Fall das Ganze interessant macht, es ist natürlich erstmal zu erwarten, dass es auf deutscher Ebene abgeblockt wird. Aber damit ist dann auch der Subsidiarität Genüge getan. Und man könnte dann im nächsten Schritt auch in Richtung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gehen. Und da wird es dann wirklich interessant. Ja, das könnte spannend werden. Auch was in anderen Ländern passiert. Wir sehen ja jetzt in Texas zum Beispiel, wird Pfizer tatsächlich auch angeklagt wegen falscher Angaben zur Wirksamkeit. Also es tut sich was. Da ist sicherlich noch das letzte Wort nicht gesprochen, wobei natürlich das Hauptproblem ist, es hätte zeitnah obduziert werden müssen. Und zwar ohne Ende, bei jedem Fall, wo auch nur ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Tod und Impfung da war, hätte man obduzieren müssen, gerade weil man ja nichts über den Impfstoff wusste und das auch ein neues Verfahren war. Da das eben nicht bewusst auch unterbunden wurde, fehlt es vielfach einfach an den Erkenntnissen, um jetzt wirklich aus meiner Sicht belastbare Opferzahlen zu nennen. Die meisten Zahlen, die da dann wirklich großen Zahlen, die kursieren, das ist alles nur eine Extrapolation. Das hört sich zwar plausibel an, das wird aber vor Gericht nicht durchgehen. Noch ist es nicht so weit. Wir haben natürlich Impfgeschädigte, die vermuten kann man, dass auch die noch lange unter ihren Impfschäden leiden werden. Hier tut sich was, auch in der Wissenschaft. Neue Erkenntnisse über die Impfnebenwirkung, über die Pathomechanismen kommen langsam. Das heißt, hier darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass es vielleicht auch in 1-2 Jahren durchaus noch Prozesse geben könnte, die dem Hersteller nachweisen, dass er hier eine toxische Substanz eigentlich verkauft hat. Wobei da natürlich das Problem ist, so habe ich jedenfalls jetzt die medizinische Seite verstanden, dass häufig Nebenwirkungen der Impfung und tatsächliche Langzeitfolgen von Corona medizinisch kaum zu unterscheiden sind. Und da liegt natürlich dann der Einwand nahe, dass dann gesagt wird, das ist zwar ein schlimmes Schicksal, aber es könnte ja auch die Folge von Corona sein. Und da wird es dann im Ergebnis darauf ankommen, wer dafür die Beweislast trägt, weil das wird sich in der Regel nicht aufklären lassen. Das wird sich vermutlich nur dann über Beweislastregeln entscheiden. Was wir machen können, sind Untersuchungsausschüsse. Mhm. Ich glaube, Sie setzen sich auch für einen Untersuchungsausschuss ein. Bisher noch erfolglos. Ja. Aber wir haben jetzt die ersten Erfahrungen gemacht in Brandenburg, wo die AfD es tatsächlich geschafft hat, einen Untersuchungsausschuss zu der Thematik ins Leben zu rufen. Wie bewerten Sie das? Wie sind die Erfolgsaussichten? Was kann so ein Untersuchungsausschuss leisten? Möglicherweise auf Länderebene, in Hessen möglicherweise jetzt, aber dann auch in anderen Bundesländern oder auch im Bundestag. Der kann natürlich auf Länderebene viel weniger bringen, weil die entscheidenden Rechtsgrundlagen immer auf Bundesebene gesetzt wurden durch das Infektionsschutzgesetz. Das heißt, der Untersuchungsausschuss auf Bundesebene wäre natürlich das unbedingt Wichtige, was wir bräuchten. Wir haben das schon in der ersten Legislatur Ende 2020 beantragt. Und ich denke, wenn wir den damals hätten erzwingen können, dann wäre vielleicht allein unter diesem öffentlichen Druck und auch, dass der Fokus dann auf Fragen gelegt wird, die sonst eher nicht so beleuchtet werden, hätte vielleicht uns manches erspart, was dann später gekommen ist. Gut, das ist Vergangenheit. Um einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu erzwingen, braucht man eine Stärke von mindestens 25% der Abgeordneten. Dann aber ist es ein Minderheitenrecht. Das ist ja immer noch weit von der Hälfte entfernt, also keine Mehrheit. Aber ab 25% hat man das Minderheitenrecht und dann kann eben die Mehrheit das nicht mehr unter den Tisch kehren. Und da habe ich jetzt natürlich gute Hoffnung, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl
dieses Quorum erfüllen können. Und dann wird auch der dritte Antrag für den Untersuchungsausschuss kommen. Wenn ich wieder dabei bin, dann natürlich auch wieder von mir. Die ersten beiden waren von mir. Super. Initiiert. Da wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg dabei. Das ist eine sehr wichtige Sache. Ja. Vielen Dank für die Zeit. Jetzt haben Sie gleich Ihre Veranstaltung. Wir wünschen Ihnen auch heute Abend viel Erfolg und danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne.